So, und damit willkommen zu einer neuen Folge von Madison. Ja, wir sind zuletzt hier stehen geblieben. Eigentlich nicht, wir waren ein bisschen weiter, aber der speichert nicht immer. Und wie man sieht, haben wir jetzt die Sachen nicht da drauf, die wir aber schon drauf gelegt haben. Unter anderem war das einmal die Box. Die Box. Jetzt fehlen die Sachen. Habe ich die noch im Inventar? Also im Safe? Das ist ein bisschen blöd, wie er mich da immer raushaut. Also auf jeden Fall den Ring noch. Der Schädel auch, sauber. So, und dann die beiden Boxen. Die eine Box muss ich dann jetzt nochmal aufschneiden einmal. Na, wir waren noch gar nicht unten. Das heißt, wir haben auch noch nicht den Bolzenschneider und so. Muss ich dann auch nochmal holen. Also speichern ist hier weird. Weird wie sonst was. Also einmal die Box benötigen wir, einmal die Box benötigen wir. Eine können wir da hinstellen, der Rest sind nur Kassetten. Ablegen, hatte ich nicht sogar noch eine Kassette zum Ablegen? Nein. Aber wir haben sowieso gleich mehr Platz wieder im Inventar. Wenn ich nämlich die eine Box hinlege. Bam, bam, bam. Machen wir mal eben. Also eine kam, glaube ich, hier hin. Das war die hier. Und die andere muss ich aufschneiden. Nochmal. Ich glaube, dass das hier war. So, den Ring hat er wenigstens gespeichert. Das ist schon mal gut. Gut, der war jetzt, ist jetzt nicht so viel. Ne? Wir haben, glaube ich, schon einmal mit dem Bolzenschneider was gemacht. Den hatten wir schon. Wieso geht jetzt... Ich verstehe nicht, was mit dem Controller jetzt neuerdings ist. Warum der Controller jetzt hier angezeigt wird, verstehe ich nicht. Das hatte ich vorhin bei einem Spiel auch. Da ging es auf einmal der Controller an. Und Maus und so ging nicht mehr. Also das müssen wir jetzt noch einmal anschalten. Oh, wie war das nochmal so? Nein. Na. So, so und dann so. Nein. So, so, so und so. Wunderbar. Ändert sich. Ändert sich wohl. Ist eine andere Kombination, wenn mich nicht alles täuscht. So, nach oben. Nach oben, nach unten. Unten, oben. Schade. Oben, unten, unten. Unten, unten. Schade. Jawohl, sieh's an. Können wir direkt die Box einmal drauflegen. Derzeit einmal den Bolzenschneider schon mal nehmen. Achso, warte, ich konnte noch untersuchen. Es verwirrt mich jetzt maximal mit dem Controller, ne? Wirklich. So, dann haben wir das auch schon mal wieder erledigt. Dann, boah, der Schlüssel, wie fies. Fiese Nummer, fiese Nummer. So, ich muss noch mal ein bisschen hier höher machen. So, also. Das ist die letzte. Mal gucken, was passiert. Die ist auf jeden Fall auch traurig. Ich hätte jetzt gedacht, wir hätten die Tür zu. Waren die Zahlen schon überall immer da? Da! I need to find the 4 digits to open this door. They must be somewhere. Jetzt ist die Tür auf. Oh, ich brauche die Zahlen. 1. Nee, ich glaube, so leicht geht es nicht. Ich will die gar nicht öffnen, bin ich ehrlich, ne? Okay, wo kriege ich die Zahlen her, ist die Frage, ne? Ich glaube ja fast, dass ich die fotografieren muss. Ah, der packt die immer weg. Nee, das hat aber nichts gebracht. Oh, die bewegt sich, ne?
Der läuft. Guck, ich mach gar nichts. Der läuft aber, der bewegt sich. Lex, grüß dich. Wie geht's? Wie steht's? I need to put an end to this. Okay, weißt du was? Guck mal hier, die Kakerlaken, die wollen irgendwas. Ein Tape. Noch ein Tape. Okay, wir haben noch ein Tape sogar. Eieieiei. Und dann gibt es immer noch die Uhr. Aber ich mache jetzt erstmal einmal den Bolzenschnitt. Zack. Ja, bei mir ist auch alles gut. Danke, danke. So, das hatte ich letztes Mal auch schon offen. Ach genau, da war das Ding drin. Keine Ahnung wofür. Und jetzt kommt erstmal eine Sequenz. How many times do I have to tell you? Hört man nicht. Nobody in this house. I'm done with your bullshit. Albert, listen to me. Just a book. A fucking book, Elizabeth. See? There's no one here. It doesn't exist. It's not real, goddammit. I know. Everything that's happening to me has something to do with it. I just know it. It's a disease, Elizabeth. You are sick, for the Lord's sake. Not sick. You'll end up losing your mind if you don't cut the crap. That book has nothing to do with your illness. I wish you stopped acting like a child. Stop hiding our stuff and take your goddamn pills. Jesus! Do you think it's normal? Do you think pupils vanish like dust? I'm telling you that fucking thing is what's causing this for me. Enough, Elizabeth. Stop acting like a 10-year-old and go to bed. Albert, everything started the day we brought that fucking book to this house. It's a disease, Elizabeth. If you don't believe me, I will leave this place. Der bewegt sich. Ich mach gar nichts. Der bewegt sich komplett. Komplett weiter bewegt. Wait a minute. This is way too much. You're paranoid, Ellie. It's 4 a.m. Unglaublich. Just go back to bed before we wake up Johnny. Come on. We can talk about this. You're gonna regret this. You'll end up all alone. Just you and your stupid fucking clock. Okay, das kennen wir ja schon. Aber kann man auch nicht abbrechen, leider. Also sie hatte das gleiche Problem. Und wurde auch in Besitz genommen, kann man so sagen, ne? So, super, das haben wir. Ich glaube, in die Küche müsste ich nochmal einmal. Oh. Ja, hätte ja sein können, ne? Hätte sein können. So, ich glaube, das müsste auch funktionieren. Wo ist es? Ah ja, war der da. Jawohl, geil. Schön, 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 schön. Mal gespannt, was sich da drin versteckt. Gar nichts. Doch, oh nein. Oh, nur ein Bild, ich werde nicht mehr. Oh, das ist super schlecht. Das ist wirklich super schlecht. Weil jetzt habe ich ein Riesenproblem. Ich weiß nicht, was ich mit dem Betonding machen soll. Einfach ein Betonblock. Einfach. Jetzt wird man den irgendwo einsetzen müssen, aber ich habe keine Stelle, wo ich den einsetzen kann. Wer war das? Der hier? Oh, ich glaube, es wird ernster hier. Ich habe noch die Kassette. Die könnte ich noch reinpacken, weil dann kann ich die nämlich in den Safe packen. Dann habe ich wieder einen Space mehr. John, I must stress to you how dangerous these demons really are. I've witnessed a few exorcisms in my time. Not everyone lived to tell the tale. These beings are not alive, and that makes them stronger than us. Michael, grüß dich. Wie geht's? Wie steht's? Entertain themselves with us. They enjoy our fear, causing us pain. They feed off it. It gives them power, gives them strength. When one of them becomes attached to one of us, it's all but impossible to stop.
They play with our bodies and minds. Does this mean that... Until they find what they were looking for. That woman is attached to the camera? They're no longer human. Attached to me? They are beyond everything we know. John, I implore you. She's no longer human. Seek help. I'll investigate that woman you told me about. Madison Hale. And I'll get back to you as soon as I find something. Also unsere all of this information away from your Großmutter hatte das, wir get haben rid das. Of that camera as soon as you get this message, but please, please do be careful. Also ist es wohl die Kamera? Your child has already had contact with this entity. His life, yours and your family's are Mom. In jeopardy. Chanel, what have I done? Das könnte natürlich auch sein. I need to find a way to end this. Dass du das so Fuck. Was ist denn jetzt los? Ah, wir haben wieder einen Anfall. Wahrscheinlich ist das, dass unsere Pupillen jetzt auch verschwinden. Aber wir haben ja keinen Spiegel, leider. Hörner? Hörner, ich weiß, was er meint. Ich weiß, was er meint. Ich weiß es, ja. Ich glaube, ich weiß, wo er meint. Aber ich wollte eben die Kassette einmal wegpacken, damit ich wieder Platz habe. Die Kassette ist einfach weg. Die ist verschwunden, ist die. Alles klar, gut, dann packe ich sie nicht weg. Ich glaube, das wird jetzt hier auch immer krasser. Der klopft da immer noch, oder die? Keine Ahnung, was da drin ist. Will's auch, glaube ich, gar nicht wissen. Will einfach nur hier ganz, ganz schnell durch. Zu den Hörnern. Auf ganz entspannt. Ist hier irgendwas passiert? Nee, ne? Nee. Die Statue ist auch nicht mehr da. So, wunderbar. Das sind die Hörner. Ja. Kriege ich jetzt den Code vielleicht? Ich habe eine 2 bekommen. Das ist eine verdammte 2. Was soll ich denn mit einer 2 machen? No, no, no. Hä? No, not again. No, fuck. I can't feel my fingers. Holy shit, ey. What is happening to my body? Oh nein, jetzt sehen wir so? Nee, das geht noch. Ach, wir haben noch eine. Die Lampe, eine rote Lampe. Rote Lampe. Weiter. Also 2, ich schreibe mir das auf direkt, ne? Dann habe ich das am Start. Also 2 ist die 1. Rote Lampe, wissen wir auch, wo sie ist. Vielleicht muss ich den Safe gar nicht öffnen, weil der Safe einfach nur ein rotes Foto enthält. Das wäre natürlich richtig gut, weil ich habe keine Ahnung mit der Safe-Kombination und den Uhren und so. Hier ist die einzige rote Lampe, ne? Die ist es nicht. Verdammt! Nee. Oh Mann, wo haben wir denn noch eine rote Lampe? Eine rote Lampe, eine rote Lampe, eine rote Lampe. Gibt es noch irgendwo eine? Es sei denn, jetzt natürlich irgendwo kriege ich noch einen Schlüssel für den nächsten Raum. Und dort ist noch eine rote Lampe. Oh, das wäre mies. Hier, der ist nämlich auch noch abgeschlossen. Der Raum da vorne ist noch abgeschlossen. Dieser ist noch abgeschlossen. Öffnet sich auch noch nicht. Oben auf dem Dachboden war, glaube ich, keine rote Lampe. I believe. Ja, ja, da kriegst du genügend. Da gibt's genügend. Nee. Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Aber es gibt wohl hier noch ein Foto, glaube ich, ne? Das habe ich letztes Mal nicht fotografiert. Oder hatte ich das doch schon? Sauber. Rote Lampe. Rote Lampe. I don't remember drawing any of these. Am I going insane? Oh, bitte nicht. Lass das nicht irgendwie mit dem Safe sein. Ich habe keine Idee. Ich habe das mit den Uhren auch nicht gerafft, leider.
Ja, da passiert immer noch nichts, leider. Rote Lampe. Im Keller? War da irgendwas Rotes? I don't know. Schauen einfach mal. Vielleicht ist das auch keine rote Lampe, sondern irgendeine Lampe. Einfach nur eine Glühbirne. Vielleicht muss die Birne nicht rot sein. Die Hörner waren ja auch nicht rot, wie auf dem Bild. Ja, genau deswegen, ja. Also vielleicht einfach nur eine Glühbirne. Die Frage ist natürlich nur, wo ist eine? Hier ist eine Röhre. Hier ist auch eine Röhre. Und was war hier drin? Hier hing auf jeden Fall, gab es eine Glühbirne. Allerdings in der anderen Realität. Und ich komme da nicht mehr hin. Schade. Schade, schade, schade. Ah, ist schon mega geil, das Game. Nur der Safe, der macht mir halt noch ein bisschen Sorgen. Das ist keine... Meint der? Das ist ja auch keine Glühbirne, aber... Einfach mal ein Foto machen. Okay, ich dachte jetzt vielleicht, das wäre ein Hinweis gewesen. Aber hier irgendwo eine? Nee, ne? So. Tja. Das sieht schlecht aus, das sieht schlecht aus. Vielleicht noch der Keller hinten? Oder in der Küche? Badezimmer? 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 Badezimmer. Wo ist das Badezimmer? Ey, das ist die nicht. Das ist die gleiche. Hier ist das Badezimmer. Das ist sowieso dunkel hier jetzt. Was ist denn hier los? Ah, wahrscheinlich, weil der Raum fertig ist. Okay, aber da gibt es auch keine. Ich bräuchte doch nur eine Glühbirne. Oder das ist eine, die gar nicht ange... Was ist denn hier mit dem Foto? Warum? Okay, hat keinen Grund. Ja gut. Telekinese kann ich. Oh, das könnte auch sogar so fies sein und hier sein. I won't be able to go back. Das ist sogar hier. Nee. Das ist eine Glühbirne, aber ich kann sie nicht auslösen. Was ein Mist. Falsche Seite? Falscher Moment? Nein. Vielleicht einfach hier so? Auch nicht. Wo ist sie? Schade. Schade, schade, schade. Ich glaube, näher an eine Glühbirne komme ich nicht ran. Nee. Aber es geht nicht, es geht nicht. Der sagt aber auch nichts anderes dazu. Also die Hörner hatten auch mit dem Geweih nichts zu tun, ne? Das ist so. Aber die Glühbirne, das sieht wirklich so aus wie die da vorne. Also hier drin, aber da passiert halt nichts, wenn ich ein Foto schieße. Ja, wird doch nicht nach dem 100. Mal funktionieren. Dann ist es nicht der Ort. Aber wo dann? Muss ich vielleicht die Uhren fotografieren, um irgendetwas darauf zu sehen? Als Code? Also für den Safe jetzt? Hm. Ne, jetzt zeigt er mir genau das gleiche an. Die Hörner sind ja allein auf dem Bild. Bei der Birne ist irgendwas Schwarzes noch
außen drum. Vielleicht liegt die in der Kiste oder Karton oder Schublade. Meinst du, dass die verbaut ist vielleicht, ne? Ah, aber wo liegt Stroh, ne? Ist das Problem? Backofen? Das wäre jetzt so geil, hätte das geklappt. Mann, schade. Ist das vielleicht die Kühlschrankbirne? Nein, auch nicht. Schade. Es sei denn, die ist hier irgendwo. Aber meistens... Also meistens ist es so, dass die Fotos wohl das auch noch mit verraten. Also die leeren Polaroid-Fotos. Was denn mit dir? Boah, ich habe gleich 150 Fotos. Also die haben mir auch was verraten. Es sind überall immer Polaroids. Ich muss nach Polaroids Ausschau halten. Irgendwo, aber es müssten dann noch vier weitere, warte mal, wie viel haben wir dann? Wir hätten dann zwei. Zwei weitere müsste es da noch geben. Wo Polaroids irgendwie hängen. Ja, es sei denn, es ist irgendwie da drin und da habe ich noch keinen Zugriff. Hier sind nämlich auch Polaroids drumherum. Auch nicht. Was ist denn da? Was ist denn mit der Couch passiert? Da liegt auch ein Brief oder so, da komme ich nicht dran. Scheint wohl normal zu sein. Aber hier sind auch Polaroids, guck dir das mal an. Ah ne, das sind die, habe ich auch schon freigeschaltet. stimmt. Mein Fehler. Ja gut, wenn das eine Kiste darstellen soll, ist vielleicht in dem Raum mit der Glühbirne ein Polaroid? Ja, müsste ich gleich nochmal gucken. Das stimmt, das könnte sein, ja. Dass da irgendwo eins versteckt ist oder so. Aber es könnte halt auch wirklich sein, dass die eingeschlossen ist im Safe, ne? Und das wäre belastend, weil ich habe keine Idee mit dem Safe. Absolut nicht. Also wirklich absolut nicht. Wahrscheinlich liegt das irgendwie... was war das denn? Wahrscheinlich liegt das irgendwie oder hat das mit den Uhren irgendwie zu tun, aber... Keine Ahnung. Wir gehen nochmal zurück, weil die Glühbirne... Glühbirne, Mann! War eigentlich schon eine ganz gute Sache, die ich da gefunden habe. Aber es fehlt halt das Foto. Ganz klar. Ganz klar Geschichte ist das. Im Fernseher? Warte mal. Nee. Jetzt habe ich hier wieder ein bisschen mehr Licht, oder was? Warte mal gucken, ob es hier irgendwas gibt, aber... Da war doch was drin und hier ist sie leer. Komisch. Pack weg. In dem Fernseher auch vielleicht? Nee. Einfach auch mal Fernseher abchecken, ne? Oh,
Oh, ein bisschen langsamer. Warte mal, ein bisschen langsamer. Ein bisschen mal gucken hier. Nee, das sieht nicht danach aus. So ein Mist. Ich glaube, hinknien konnte ich mich nicht, ne? Nee. Ich bin ja auch total für die irgendwie. Für die Glühbirne hier, aber ach Mann, das klappt halt nicht. Boah, das wäre fies, aber glaube ich auch nicht. Nee, ich hätte jetzt vielleicht noch gedacht hinter der Tür oder so, aber auch nicht. Tja, dann hänge ich jetzt aber mal richtig mies. Richtig, richtig mies hänge ich jetzt. Wird das auch gar nicht öffnen, bin ich ehrlich, ne? Aber bitte nicht da. Nee, da nicht. Da nicht. Tja, was mache ich? Was mache ich? Spiel! Es gibt aber auch sonst keine Polaroids mehr, die hier rumhängen irgendwie. Ja, astrein, die funktioniert. Ja, finde ich super. Das Feuerzeug, das wäre jetzt so hilfreich. Unglaublich. Einfach mal reingeschossen. Ich habe halt unendlich Fotos, ne? Also kann ich machen. Tja. Diese verdammten Uhren, aber für die Uhren brauche ich etwas. Das bedeutet, die können eigentlich nichts mit der Kombination vom Safe zu tun haben. Also daran kann es dann auch nicht liegen. Was ist denn da eigentlich? Ach, auch nochmal ein Medikament. Ja, das hatte ich auch schon. Schade, schade, schade. Hier war auch nichts drin, oder? Hier sind die Dings, aber das bringt mir auch nichts. Das hatte ich auch schon. Das ist immer noch abgeschlossen. Oh, nee. Ich weiß es nicht. So ein Mist. Ich hatte gerade so eine gute Idee. Und dann habe ich noch das Betonteil. Keine Ahnung, wofür das Betonteil sein soll. Wahrscheinlich für irgendwie den nächsten Raum. Hm. Nochmal unten gucken, ob da irgendwo ein Bild hängt oder so. Hast du nicht eine rote Lampe drin? Nein, schade. Okay, die muss ja nicht rot sein. Aber es wäre halt super gewesen, wäre es die rote Lampe da hinten gewesen oder die Glühbirne. Aber leider kein Glück. Welche Kurbel? Welche Kurbel? Wo hast du denn eine Kurbel gesehen? Das Einzige, wo das klappen könnte, wäre an dem Strick. Warum willst du das denn an der Kurbel da hängen? Da ist der Generator kaputt. Das Licht brauche ich doch.
Das Licht hätte ich schon gerne noch. Das müsste ich noch, aber wo es sein könnte, wäre wirklich der Strick. Dass dann irgendwas runterkommt oder so. Da muss für alles offen sein, ja. Weil ich bin so offen war ich nie. So offen war ich noch nie. Hier, siehst du? Du hast nur dahin. What the hell am I doing? Jetzt habe ich eine rote Lampe. Habe ich jetzt vielleicht mehrere rote Lampen? Ich habe nur noch rote Lampen. Das war der Trick. Jetzt zu der Uhr. Spine, grüß dich. The doorbell. Die Klingel? Was? Wo habe ich denn eine Tür? Eine Fronttor? Was? Wo habe ich die? Scheiße, ich habe kein Feuerzeug. Wo soll eine... Ich habe keine Ahnung. Ich komme. Einen Moment bitte. Ja. Weißt du, wo meine Vordertür ist? Und zwar... Ihr nicht. Hä? Jetzt zu der Glühbirne. Hundertprozentig. Scheiß auf die Türklinge. Ich weiß nicht, wo meine Tür ist. Ich habe keine Ahnung. Ich habe noch keine Haustür hier gesehen. Es kann auch nicht so wichtig sein. Sag ich dir ganz ehrlich. Das kann nicht so wichtig sein. Boah, ist das dunkel. Aber hier habe ich wenigstens Kerzen. Jetzt muss ich nur... Nein, die leuchtet nicht. Oh, die leuchtet nicht, die Lampe. Oh nein. Schade. Idee auch wieder kaputt. Ich sehe halt gar nicht. Das ist so unglaublich. Irgendwas ist da. Wo könnte ich denn meine Vordertür haben? Hoffentlich nur Pizzadienst. Ja, das könnte gut sein. Ich habe da was bestellt. Jetzt haben wir mehrere rote Lampen wenigstens. Vordertür. Das Badezimmer, das ist Keller. Da habe ich doch keine Vordertür mehr. Dachboden. Das Klingeln wird hier ein bisschen lauter. Oh, holy shit, ey. Oh, leck mich doch. Boah, damit habe ich ja jetzt null gerechnet. War das die Vordertür? Das Klingeln hat aufgehört. Nee, doch nicht. Oh, Mann. Boah, der ist bestimmt jetzt nochmal. Ich fotografiere nie wieder. Da leuchtet was Rotes. Ist das meine Vordertür? Das ist meine Vordertür, na klar. Die ist frei. Oh, wir sind in einer anderen Realität wieder. Yo. She's playing with my mind. There is no escape. Der ist gesagt, ist kein Aufzug? Sag bloß.